Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beziehungsweise die erste richtige Folge im LS22 auf der Papenburg. Eine neue Karte, ein neues Projekt von mir, die erste Vierfachkarte. Da habe ich mir ein wunderschönes Fleckchen Erde ausgesucht zwischen der 3, der 2 und der 1, wo wir unseren Hof aufbauen werden. Der Grund ist, weil die Ländereien hier nicht allzu teuer sind. Also Feld 3 kriegt man für 182, das werden wir uns eben kaufen. Denn natürlich den Hof mit Feld 1 und 2. Feld 4 ist auch nicht allzu teuer. Wenn wir hier gegenüber gucken, Feld 19, was ist denn da noch? Eine Wiese ist da, glaube ich, noch. Schalten wir das Gras mal an. Das ist, glaube ich, komplett Wiese. Ja, können wir uns ja noch überlegen. Noch ist unser Kontostand ganz gut. Also hier werden wir unseren Hof aufbauen. Fläche haben wir ja genug. Das Auto ist immer noch gemietet. Das werden wir jetzt zurückgeben. Und dann werden wir uns unseren ersten Traktor kaufen. Beziehungsweise für viele den ersten Schlepper. Und da haben wir auch schon ein richtig, richtig dickes Angebot. Den T9 von New Holland mit 517 PS. Würde ich gerne jetzt schon kaufen, klar. Aber dann bräuchten wir auch schon richtig dicke Anbaugeräte, weil der hat nämlich diese wunderschöne Aufnahme und die können wir nicht verändern. Da passt leider, ich stelle mal ein bisschen an der PS-Zahl rum, 682 PS sogar, kann der insgesamt leisten. Der kann leider nicht alles ankoppeln. Also wenn wir uns jetzt eine 6 Meter Sämaschine kaufen würden, die kriegt er, glaube ich, nicht hinter. Von daher wäre das leider nichts. Das Schneidwerk bin ich auch nicht dafür. Den Drescher haben wir ja schon auf einer anderen Karte. Das heißt, wir werden einen anderen Drescher kaufen. Wir gucken jetzt aber nochmal trotzdem nach einem Traktor, beziehungsweise werden uns zwei kaufen. Ja, da sind wir. Also, ich hätte ganz gerne einen Ferguson. Ja, 200 PS ist erstmal vollkommen ausreichend. Genau, mit dicken Schlappen drauf. Ein Frontlader. Den können wir wahrscheinlich garantiert auch noch ganz gut gebrauchen. Einmal ein Ferguson. Den werden wir uns jetzt kaufen. Und dann zumindest für mich einen exotischen. Entweder den Cormac. Wie viel PS kann der denn? Der hat 240. Kann der denn Pflegeschlappen? Jep, der hat sogar Pflegebereifung. Oder was ich mir überlegt habe, ist auch noch der Landini mit Pflegebereifung. Der kann 225. Sollte zumindest zum Start für uns erstmal vollkommen ausreichend sein. Bin ich eher für den Landini Serie 7 Robo 6. Den werden wir uns noch kaufen, damit wir auch genug Lohnaufträge machen können. Denn wir haben ja bei der Vorstellung schon Lohnaufträge angenommen.
Und zwar Düngermission, wo wir jede Menge Geld mitverdienen können. Kann ich mal auf Ak nee, aktualisieren tut er nicht mehr. Das heißt, wir kaufen uns jetzt einen richtig dicken, fetten Düngerstreuer. Da habe ich ja beim letzten Mal rausgekriegt, dass man den großen Düngerstreuer auch mit Pflegebereifung kriegt. Das heißt, der wäre auch ideal für unsere Felder mit dem 6 Meter, mit der 6 Meter Streueinheit für 89.000. Aber da wir ja den guten Lohnauftrag haben, wo wir 100.000 mit verdienen können, ist das Geld ganz schnell wieder drin. Jetzt brauchen wir natürlich noch jede Menge Dünger. Kaufen wir einmal 8 Sack, sind 8.000 Liter. Das heißt, wir kaufen zweimal. Nee, ich möchte gern, genau, nochmal 8 Sack. Dann haben wir 16.000 Liter Dünger. Hier stehen unsere beiden Traktoren schon bereit. Einmal der Ferguson S6718 und einmal der Landini 230. Haben beide ungefähr dieselbe PS-Zahl, finde ich ganz angenehm. Und düngen wird allerdings der Landini, weil der auch die Pflegebereifung hat. So, ziehen. Da müsste ja den großen Streuer auch ziehen können. Über 200 PS. Wenn wir den einmal voll machen, den Streuer. Da ist der erste Sack schon drin. Und dann werden wir den auch gleich auf das große Feld schicken, dass er da anfängt. Das wird hier 1, 2, 3 Folgen dauern, bis der da fertig ist. Aber dann haben wir den Düngerstreuer bzw. mit Kalk schon gleich wieder drin. Das Geld, was wir ausgegeben haben. Von daher ist das ja nicht allzu tragisch. Wer die Map noch nicht kennt, kann man sich ganz normal aus dem Internet runterladen. Ich bin direkt auf LS22 Papenburg oder Papenburger Map gegangen. Vom lieben Jim Kirk, wenn ich das noch richtig ausspreche, und hat mir die Map runtergeladen. Die ist ja, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, noch nicht ganz fertig. Da wird noch fleißig dran gebastelt. Wenn es was Neues gibt, dann werdet ihr es bei mir erfahren. So, noch 3 Sack. Da wird auch jede Menge Dünger brauchen für das riesige Feld. 60 Hektar waren das insgesamt. Ja, 60 Hektar darf er gleich düngen. Dann können wir jetzt einmal mal gucken, wo das Feld 77. Denn weiß ich jetzt noch gar nicht aus dem Kopf. Hier stehen wir, glaube ich. Das heißt, wir müssen gleich links, wieder links und dann jede Menge Fahrtweg. Beziehungsweise Rehe beim Händler. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir können einmal ja mal den guten Helfer ausprobieren. Job erstellen. Das Ziel, ja, jetzt sehen wir hier leider, wie gesagt, die ist leider noch nicht ganz fertig. Die Karte gibt es hier. Einen Feldweg hin. Ja, gibt es garantiert. Nur wo ist der? Ich probiere es einfach mal hier.
Fahrtrichtung von mir ist auch dahin. Job starten, macht er das? Fährt zum Zielpunkt, sagt er, aber er fährt nicht los. Helferkosten werden abgezogen, aber er fährt leider nicht. Gut, dann probieren wir das doch nochmal auf der Straße aus. Ob er denn Lust hat zu fahren. Entschuldigung. Ja, Job starten. Nee, macht er leider noch nicht. Schade. Gut, kann man nicht ändern. Dann müssen wir da selber hinfahren. Dann müsste ich ja vielleicht doch nochmal Autodrive beziehungsweise mich über Cosplay informieren. Und dann müssten wir das erstmal nutzen. Bis der Standardhelfer so weit ist, dann können wir uns den Traktor, da hängt gerade mein Spiel. Ich glaube, das wollte das erste Mal Autosave aktivieren. Den Traktor von innen angucken. Den hatte ich das erste Mal auf der Elm Creek ausgeliehen und ich fand den eigentlich von der Innenausstattung ganz gut. Wenn ich ehrlich bin. Ist halt ein Mittelklasse-Traktor. Aber ich finde den jetzt nicht schlechter als irgendwelche anderen. So, dann müssen wir natürlich... Boah, der hat doch schon ganz schön zu ziehen. Mit dem großen Streuer. Wenn man jetzt hier mal rechts und links guckt, das sind doch schon riesige Felder, die man bewirtschaften kann, beziehungsweise muss. Mal gucken, wo ich denn gerade bin. Wunderbar, dann müssen wir demnächst mal gucken, dass wir zur 77 kommen. Aber erstmal geht es noch jede Menge geradeaus. Dann können wir ja eigentlich mal nach dem Feldstatus bei uns gucken, da es ja eh nur geradeaus geht. Da haben wir Gras drauf, was anderes. Oh, oh, ist noch nicht erntereif. Das heißt, wir holen uns gleich ein Mähwerk und werden denn als erstes hier Silageballen pressen. Für unser erstes Geld verdienen können, beziehungsweise wir können den Kreditrahmen ja gleich mal komplett ausreizen. Hier ist ein Feldweg. Ja. Ach gut. Ja, ein Feldweg, aber nicht zu unserem Feld. Dann müssen wir wohl noch ein Stückchen weiterfahren. Wie gesagt, ich spiele die Karte jetzt auch zum ersten Mal. Ich fand die ganz interessant. Und wollte die unbedingt spielen. Kommen wir denn da weiter geradeaus? Tja. Wisst ihr was? Wir probieren es einfach mal. Zum Not müssen wir über Wald und Wiese fahren. Und zwar unschön, aber dann ist das so. Ja, wer hier ne, natürlich Bäume fällen möchte, der hat hier jede Menge zur Auswahl. Also es gibt zig Waldgebiete. Gut, wir müssen über Wald und Wiese fahren. Fahren wir mal, um den Landwirt nicht ganz so zu verärgern, einmal auf den Grünstreifen rum. Oder sind wir schon bei Feld 77? Nee, ne?
Doch, wir sind hier schon. Tada, habe ich doch den richtigen Feldweg gefunden. Dann drehen wir die ganze Chose mal, dass wir auch. Obwohl, wir können auch einmal ganz durchfahren, dass wir von hinten nach vorne arbeiten. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Dann können wir das ganze Gestänge schon mal ausklappen, damit wir auch gleich bereit sind. Dann ist das ja passend. Ja, dann werden wir mit einer wunderschönen Insel drin. Da wird der Helfer wieder sagen, aber egal. Ich hoffe, der Standardhelfer funktioniert hier. Ja, hier hätten wir auch noch eine Einfahrt gehabt. Aber ist jetzt halt so. Wir starten jetzt hier und ich hoffe, dass der Standardhelfer funktioniert. Jawohl! Perfekt. Dann wünsche ich dir eine gute Reise. Meld dich irgendwann mal, wenn du denn so weit bist. Wir werden uns ja wahrscheinlich nicht allzu schnell wiedersehen. So, da wir Gras auf dem Feld haben, brauchen wir ein Mähwerk. Wir haben hier aber auch mitten in der grasigsten Region gesiedelt, hätte ich beinahe gesagt. Also so wie auf der Erlengrad wird es nicht, dass wir dauernd Silage machen. Sondern da fällt mir garantiert noch was Besseres ein. Aber da das ja nun mal so ist, kaufen wir uns Mähwerke. Mähtechnik. Wir haben ja 200 PS. Hier sind 60, 180 wird das. Das sind 70. Nee, dafür haben wir nicht mehr genug PS. 250 für das Glas haben wir auch nicht genug PS. Für das Vicon auch nicht mehr. Gut, dann holen wir uns das Kuhn-Mähwerk und haben insgesamt eine Arbeitsbreite von 8,3 Metern. Was ja schon mal nicht allzu schlecht ist. So, dann haben wir das schon mal gekauft. Dann brauchen wir, wenn ich richtig liege, noch einen Schwader, weil das Mähwerk keine Schwaderablage hat. Da kaufen wir uns erstmal den Schwader. Und dann brauchen wir noch eine Ballenpresse, da ich ja liebend gerne Rundballen mache, die aber auch gleich gewickelt haben möchte. Ja. Die wickelt gleich. Wenn ihr das hört, ich bin noch so ein wenig müde. Wird ein langer Tag für mich. Kaufen wir uns die Glasballenpresse mit. Ich hätte gern blaue Folie drauf. So, dann haben wir das schon mal zusammen und dann werden wir mit Düngen oder Silage, je nachdem was schneller ist, unser erstes Geld verdienen. Und wir haben ja noch einen Kredit, den wir ausschöpfen können. So, dann nehmen wir das Mähwerk schon mal mit. Fahren zu unserem Hof. Das wird auch wieder spektakulär, weil ich weiß nicht, in welche Richtung. Wie gesagt, erste Folge. Ich kenne mich hier noch null aus. Wird interessant, kann ich euch sagen. Wird interessant.
Wir haben einen ewig langen Weg. Gut. Oder auch nicht. Also, wir müssen irgendwie von der einen Seite zu der anderen Seite der Karte. Dann schaue ich auch mal. Ja, fahren wir gleich mal rechts. Schönes Stoppschild. Der Verkehr auf der Karte funktioniert. Wenn auch noch nicht ganz fehlerfrei, aber der Verkehr läuft auf jeden Fall. So, da ist zum Beispiel einer. Jetzt kommt hier eine Kurve. Oh, das sieht doch super aus. Also wenn wir was vom Händler kaufen, dann brauchen wir ein bisschen, um dahin zu kommen. Und wahrscheinlich auch wieder ein bisschen, um zurückzukommen. Aber das ist dann nun mal so. Könnten ja hier auch noch ein bisschen Wald kaufen. Zum Beispiel, was ist hier denn in der Nähe? Achso, eine Verkaufsstelle. Ein bisschen Wald kaufen und hier noch ein bisschen Forst machen. Waldgebiete gibt es ja hier wie Sand in der Wüste. Und das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Ich werde mich auf jeden Fall bis heute ist ja Mittwoch, bis Silvester, bis zum 31.12. mal über Courseplay schlau gemacht haben, beziehungsweise Autodrive. Ich weiß, dass Autodrive draußen ist. Ich weiß aber noch nicht, wo, wie und wann ich das runterlade. Aber jetzt die ewig lange Strecke jedes Mal fahren? Nee. Das eher nicht. Da habe ich ehrlich gesagt wenig Lust drauf. Also ich hoffe, wir kommen diese Folge noch an und können vielleicht sogar schon anfangen zu mähen. Versprechen kann ich es allerdings nicht. Aber es ist auch eine Vierfachkarte, muss man dazu sagen. Dann bin ich ja bald beinahe gespannt, wie weit wir das haben, um die Ballen zu verkaufen. Oder ob wir uns da eigene BGA kaufen. Ist hier irgendwas in der Nähe? Die Molkerei ist in der Nähe. Yay. Viehhandel. Oh, ist ja bald gar nicht so weit, ne? So ein halbes Stündchen. Wie gesagt, Autodrive werde ich mich schlau machen, weil die Strecke möchte ich nicht allzu oft fahren. Dann lieber fahren lassen. Ja, wieder die Karte Niemandsland zwei beziehungsweise drei Folgen auch die Elm Creek, die
Die haben wir ja verschoben. Einen Tag weiter, weil ich gerne die Papenburg euch so schnell wie möglich zeigen wollte. Die wird immer jetzt anstatt der Elm Creek kommen um 16 Uhr, wenn auch hier wieder fleißig eingeschalten wird mit zwei Folgen. Das müsste die Molkerei sein. An sich ganz schick, das Gebäude. Das heißt, wir haben es nicht mehr weit zum Hof. Und wenn die Papenburg auch wieder komplett den Rahmen sprengt, so wie die Niemandslandkarte, dann werde ich mir für die beiden Karten was Bestimmtes überlegen. Das ist dann sogar drei oder vier Folgen werden. Da kann ich euch aber noch nichts versprechen. Da muss ich gucken, wie ich das wirklich zeitlich hinbekomme. So, jetzt dürfen wir bald beim Hof sein. Hier ist Feld 5. Also verfranst habe ich mich doch nicht, oder? Nee. Ja, wir sind gleich beim Hof. Und hier können wir auch auf der Karte dann die richtig dicken Maschinen auspacken. Vielleicht sogar Felder zusammenlegen. Waldgebieten noch mehr Felder machen zum Beispiel. Oder richtig groß ins Holz gehen. Ich glaube, ich schon mal runter. Hat es noch gar nicht gewachsen. Es ist ja noch gar nicht richtig ganz reif hier. Das ist ja gedüngt, 15% Ertragsbonus, muss gepflügt werden. Wir hatten doch, naja, hier steht, dass es reif ist. Dann nehmen wir das doch einfach einmal ab. Kann ich ja nichts, wenn es reif ist oder reif sein soll. Bitte, wir nehmen es einfach ab. Ja, also es kommt, sagen wir mal, fast nichts runter, aber es ist mähbar. Beziehungsweise hier ist noch jede Menge Platz. Dass wir den Rand auch ein bisschen mitnehmen, um hier überhaupt ein bisschen Ertrag zu haben. Stelle ich hier gleich einfach mal den Helfer ein. Dann kann man mal aus Jux gucken, wie weit der andere Helfer ist mit der Dünnemission, ob der schon ein paar Prozent geschafft hat. Oder wie weit er bis jetzt gekommen ist. Also hier werden wir viele Traktoren brauchen, das kann man ja schon sagen. Um voranzugehen. Jawohl, ja. Schauen wir uns mal an.
Der ist fleißig am Düngen. Ja, dritte, vierte Bahn hat er jetzt garantiert schon. Gehen wir in die Liste. Fast 20%. Und der hat noch 13.000 Liter drin. Also ich würde sagen, der Dünger reicht für das Feld. Den müssen wir wahrscheinlich nachkaufen. Aber ja, ist halt so. Gut, dann bedanke ich mich aber bei euch, dass ihr hier reingeschnuppert habt auf die neue Karte. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinschaltet. Morgen gibt es ja wieder um 9 und um 16 Uhr die Niemandsland plus eine Bonusfolge. Und um 12 kommt die Elm Creek auch mit einer Bonusfolge, weil ihr da auch fleißig reingeschaltet habt. Und dann freue ich mich auf morgen. Bedanke mich bei euch, dass ihr so fleißig euch die Videos anguckt. Bedanke mich auch bei den neuen Abonnenten nochmal und bei den alten Zuschauern natürlich auch. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Macht euch nicht so viel Stress, genießt den Tag. Ich freue mich auf morgen. Bis dann. Tschüss.